So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ihr seht, ich sehe gerade was. Ich bin im Anzug unterwegs. Das sollten wir vielleicht ändern noch. Ganz schnell ein paar Dinger noch drauf. Dann springen wir mal ganz kurz nach Hause. Kleiderschrank. Im Anzug können wir natürlich nicht gut arbeiten. Umkleide. Ich glaube, den Anzug hatte ich letztens mal angehabt. Arbeitskleidung. Mehr Kraft und Ausdauer. Wir nehmen den. So, und ab zum Lader. So. Dann sollten wir nicht so schnell müde sein. Kraft brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Weil wir ja die Stämme nicht selber tragen. Vielleicht ist es ja doch noch wichtig. Ich kann immer nicht einschätzen, wie komplex das Spiel oder die Simulation ist und was man sich einfach nur so im Kopf so irgendwo zusammenreimt. So, stehen wir so einigermaßen gerade. Ja, probieren wir mal. Ja. Scheint zu halten. Oh Gott. Ein bisschen rechts bleiben. Hab mir natürlich gerade wieder fette Stämme rausgesucht. Kriegen wir gar nicht so viel drauf. Hält der? Ja. Okay, an den Außen. Komm nicht ran. Da war es doch kurz grün. Schnappen dir. Gut. Ah, hält. Hält. Kipp jetzt bloß nicht um, du Kiste. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh Gott. Unser Wagen rutscht. Oh Gott. Driften auf einem anderen Niveau hier. So. Noch ein paar kleine oder? Okay, der wollte schon mal nicht. Wie sieht's bei dir aus? Gut. So. Hier drüben vielleicht. Okay, hält. Oh, oh, oh. Gott. Scheint zu halten. Hält. Er hätte das gedacht. Na gut, das war's. Ab zur Säge. Benzin passt. Eieiei, Tiralla. Also auf jeden Fall eine gute Fuhre, die wir hier haben.
mal schön von oben. Oh. Fall ins Wasser. Fall ins Wasser. Bei der Kiste wäre noch so eine Abkippfunktion ganz nett. Ja, egal, ob es nach links oder nach rechts abgekippt wird. Ah, dann würden die wohl auch immer als Knäuel rumschwimmen. Kann man vielleicht auch nicht bringen. So, ich drehe mal kurz die Kamera, das sehen wir die Stämme ein bisschen besser, wie sie da Richtung Säge treiben. Da, 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 da. So. Erledigt. Fahren wir zum Waschen. Nein. Wir laden noch mal voll. Ja. Nochmal vollladen. Oh, 15 Uhr. Okay. Plan wird geändert. Erstmal tägliche Aufgaben. Machen wir Buschtrimmer als erstes. Die scheußlichste tägliche Arbeit, die ich mir vorstellen kann, aber... Das weiß doch jeder. Wir versuchen uns überall einzuschleimen. Jeder hat schon davon gehört. So. Wait. Hallo? Ich hab da was ganz anderes gehört. Moment, Peggy, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Er kann es einfach nicht für sich behalten. Paisley. Hallo? Kannst du das glauben? Kommt von dir das Paisley-Muster? Moment. Nö. Ich bin gerade beschäftigt. So, jetzt bist du aber frei. Hallo. Hi. Hi. Ach, und wir haben wieder unser Flirt-Outfit nicht an. Du machst mich so glücklich, wenn ich dich lächeln sehe. Oh, das ist so schön zu hören. Danke. So, gut. Kollege, du hast einen Auftrag. Hallo. Schön, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich bin wirklich genervt von all dem Gras und den Büschen. Kannst du das alles bitte für mich entfernen? Klar. 600. Sicher, kein Problem. Jawohl. Nein, wir... Kettensäge. Okay, das hat nicht als Busch gezählt. So. 18 Büsche noch. Ja, sieht's gut aus. Noch 11.
7, 6. Ah, der ist außerhalb, den lass mal stehen. Zu viel unnötige Arbeit müssen wir uns ja auch nicht machen. Noch 5. Ich glaube nicht, dass es sich ändern wird. Mein Problem. Na hier. Noch 2. Das sind nur Worte. Büsche fertig. Er hat mit den falschen Leuten zu tun. So. Dann stürzen wir uns mal aufs Gras. Erstmal hier gegenüber von der Straße. So. Erstmal schön gemütlich das wegmachen. Ich würde denken, dass ich diesmal das Gras liegen lasse. Wir hatten vom letzten Mal so viel Gras in die Scheune gepackt. Dass das echt unnötig wäre. So, nur noch 1750. Gut, das hier sind halt vieles wieder Blumen. Aber da es nicht meine Blumen sind, ignorieren wir das. Und sagen einfach, das ist Gras. So, 1600. So. Sagen wir grob 1500. Hey, hier kommt aber auch gut Futter zusammen. Wenn ich das einsammle, ist die Scheune wirklich proper voll. So, wir sind bei 1300 und ja, 1300. Alles weg, so.
Das sieht doch schon ganz gut aus. So, sagen wir 1200. Grobe Hälfte haben wir geschafft. So, hier noch ein bisschen Geschnibbel. Das sind wieder Blumen, die bringen keine Punkte. Ja. Alles Blumen. Die Zahlen ändern sich nicht großartig. Gut. Hier ist nochmal ein bisschen Gras. So. Okay, machen wir hier innen weiter. So. Unter 1000. So, Blumen weg, weg, weg. Gerade irgendwas falsch. Das dauert mir gerade ein bisschen sehr lang. Das ist doch alles Grasfläche hier. 812. Also den Auftrag machen wir auf jeden Fall in dieser Folge fertig. Noch eine Folge Buschtrimmer geht nicht. Das widerspricht der Genfer Konvention. Blumen. Ein bisschen Gras scheint wohl mit bei zu sein. Okay, wir sind bei 650. Wird es jetzt anders sein? Was wird jetzt anders sein? Von was redet er? Falsche Leute? Ihr redet aber nicht von mir.
Okay, 520. Ganzen Fahne weg. Genauso wie er gesagt hat. Komm, liebe Quest, hab Gnade. 380. Was ist Blume, was ist Unkraut? Unter 300. Oh, hier sieht's gut aus. Leute, Vorsicht! Passt auf eure Füße auf. 220. Junge! Geh doch mal aus dem Weg hier. 180. Schwuppsdiwupps. 170. Das war genau so, wie du gesagt hast. Ach, wie sie gesagt hat. Ich glaube, die reden über einen Bürgermeister. Hier steht echt nicht mehr viel. Achtzig, siebzig. Ja, krass, krass, krass. So. 52. 41. 36. 17, 12, 5, fertig. So, eins nehmen wir mit. Als Beweis, dass wir gearbeitet haben. Und nun beenden wir erstmal die Folge. Tschüss, ciao, bye bye.